Und wo wir gerade bei sogenannten Stars anschreiben oder mal treffen sind, ich habe ja letztens auch ein Highlight gehabt letzte Woche. Ich weiß nicht, ob du das auf meinem Insta-Account gesehen hast. Die Fußbräuchs. Das sagt dir wahrscheinlich nichts. Die Fußbräuchs ist das eine... sind doch irgendwelche Leute, die deine Söhne feiern. So hört sich das an. Okay. Nee. Die Fußbräuchs ist die älteste und einzig wahre Familienserie vom WDR. Die erste Doku-Soap im deutschen Fernsehen, die es gab, von Ute Diehl. Und die Fußbräuchs ist ja so eine Doku-Soap, wo eine kölsche Arbeiterfamilie über 10 Jahre begleitet wird. Die haben so 100 Folgen gedreht, der WDR mit denen. Mhm. Und du hast die Familie aufwachsen sehen, älter werden sehen, Verwandte sterben. Die Fußbräuch, das ist Fred Fußbräuch, Annemie Fußbräuch und der Frank Fußbräuch mit wechselnden Freundinnen. Und die Serie habe ich exzessiv geguckt während des Lockdowns. Auf YouTube gibt es alle 100 Folgen zu sehen. Und ja, die Serie fand ich schon immer geil, auch schon in den 90er Jahren, als die im Fernsehen lief. Und ich wusste immer, dass die Fußbräuchs in Köln-Buchheim leben. Mhm. So, ich wusste das immer. Und ich dachte mir immer wieder, ich muss die mal besuchen fahren. So, weißt du, so Starstruck, einfach mal so stalken. Und ja, ich habe die jetzt gerade gegoogelt und der eine Typ kommt mir bekannt vor, der war wahrscheinlich einer von diesen Leuten, die ich ab und zu mal im Fernsehen sehe und denke mir, warum ist der prominent? Warum? Der Sohn wahrscheinlich, ja, der Sohn ist so, der macht so Big Brother und so. Ja, Sommer aus Exit, Daniela Büchner, genau, warte, das ist ja so ein großer Typ. Frank Fußbräuch. Genau, Frank, das ist der Sohn. Nee. Aber ich rede auch von den Eltern. Und es gibt eine Folge, da sagt die Mama, bestellt die bei einem Imbiss was zu essen und sagt ihre Adresse. Und das habe ich mir direkt gemerkt. Direkt, in einer Folge sagt die das. Ich sage das jetzt auch nicht offiziell und habe mir das direkt aufgeschrieben. Nee, was? Die sagt die Adresse? Shit, ja, die Kunst ist auch sowas zu achten. Genau, die Kunst ist auch auf sowas zu achten. Und ich dachte mir, seit 1,5 Jahren, ich fahre da irgendwann mal vorbei. Ich muss da mal vorbei. Und jedes Mal dachte ich mir, ah nee, mach das nicht, das ist zu läppisch und so. Und letzte Woche habe ich es wirklich getan, Alter. Ich habe meinen Sohnemann, den einen, kurz zu meinen Eltern gefahren. Auf dem Rückweg dachte ich mir, also jetzt oder nie, Alter. Jetzt ihr solltet, bevor Ilion Kim weiterredet, solltet ihr nicht urteilen, weil ihr wisst jetzt mittlerweile, sein Leben besteht darin, eine Avocado auf 4 Brötchenteile unterzuordnen. Dann könnt ihr einfach denken, hey, er braucht ein bisschen Pep in seinem Leben. Er braucht ein wenig TKKG-Pfefferkörner-Feeling. Da denkt er sich, ey, ich als alter Schloss-Einstein-Hase fahre jetzt los, um meine Stars, die Fußbräuchs, zu besuchen in Eppel bei der Schweppe oder wo auch immer die heißen, wohnen. Ich sag jetzt, und dann habe ich das in meinem Navi eingegeben und ich habe richtig Herzklopfen gekriegt. Ich dachte mir so, oh fuck, Alter, ey, du siehst die jetzt. Und die Sache ist auch, die leben seit über 50 Jahren schon in derselben Wohnung, so eine kleine Genossenschaftsarbeiterwohnung in Köln-Buchheim. Das kann noch man ist ja die sagen. Geschichte ganz unschuldig und Tina und Bibi-mäßig, genau. Aber ich denke, wenn er jetzt sagt, ich bin vors Haus gefahren, habe das Haus angeguckt und mir einen runtergeholt und dann bin ich weitergefahren. Bitte erzähl weiter. Mach hier. Und dann auf jeden Fall bin ich dann da hingefahren, habe geparkt und habe die Straße auch echt erkannt, okay, von der Serie, ne, die ich auch 1000 Mal gesehen habe. Und da war ich so, fuck, Alter, ey. Und dann bin ich dann so, hab die Hausnummer gesucht und warte, die dann auch gefunden. Hattest du vor, auch zu klingeln? Ich unterbreche einfach nur der Spannung halber. Wolltest du auch aufsteigen und klingeln? Ja, klar. Okay. Ja, klar. Okay. Also nochmal, ne? Ich bin dann ausgestiegen. Und die haben so einen Balkon. Das Intro von den Fußbräuchs ist immer auch, wie die ganze Familie auf dem Balkon steht. Und das ist so ein Shot, so ein Screen. Ne? Und dann kommt genau, die Fußbräuch, die Typo. Ja, ja. Genau. Und ich kannte den Balkon auch. Und ich wusste aber auch, dass der Balkon umgebaut worden ist. Das war mir natürlich auch schon klar. Natürlich, als aufmerksamer Stalker weiß man sowas auch. Ich weiß alles. Und dann bin ich auf das Haus zu und habe den Balkon gesehen. Parterre, die haben einen Parterre-Balkon. Und das Küchenfenster war auf und ich konnte da so reingucken. Und das ist wie, als wenn ich in eine Filmkulisse reingucken würde. Bei Sesamstraße, als wärst du dabei. Ja. Es ist, als wäre ich habe da so reingelugt und wusste, fuck, es ist jemand da. Es ist jemand da. Hab dann geguckt auf der Klingel, stand da wirklich Fußbräuch. Ich so, nee. Geklingelt, Ding-Dong. Da hat der Fred Fußbräuch mir aufgemacht. Und ich wusste auch ganz genau, weil ich das auch schon in der Serie gesehen habe, wo ich stehen bleiben muss, um den Sicherheitsabstand einzuhalten. Damit die und Kamera dich auch kriegt, ja. Genau, damit die Kamera mich auch kriegt.
Und hab dann gesehen, Parterre, Hochparterre, genau, ich wusste genau, welche Tür sich öffnen wird. Und dann stand der Fred Fußbräuch wirklich an der Tür und war so, ja, hallo. Ich so, Herr Fußbräuch, ganz kurz, keine Angst, ich bin ein Riesenfan. So, ich habe Ihre Serie während des Lockdowns geguckt und Sie haben mir das Leben gerettet. Und macht es Ihnen was aus, kurz ein Foto zu machen? Ja, ich komme auf den Balkon. Ich so, nee, ne? Und in dem Augenblick kam die Annemie Fußbräuch, seine Frau, aus dem Keller direkt neben mir, weil direkt neben mir war die Kellertür, verstehst du? Ja, und da natürlich. Kam die gerade hoch und war sie auch am Freuen. Die so, hallo, guten Tag. Ja, hallo Frau Fußbräuch, ja, können wir vielleicht ein Foto machen? Ja, ich komme auf den Balkon. Was war mit den anderen Stalkern, die um das Haus herum standen, die auch Fans sind von den Fußbräuchs? Die haben sich alle angeguckt, die waren hinter Büschen in so Trenchcoats und so. Okay. Und genau, fanden mich dann auch mega geil. Auf jeden Fall bin ich raus vor dem Balkon, hab auf die gewartet. Die Annemie Fußbräuch hat sich da noch umgezogen und schick gemacht. Mhm. Ne? Also sich was anderes angezogen. Ja, ja. Und der Fred Fußbräuch kam dann raus und dann haben wir geredet. Und mir kommt so vor, als hätte er versucht, dich nur abzulenken, während die Polizei kommt. Halte den bei Laune. Das ist der Chines und so. Der kommt jeden Tag. Oh Mann. Ja, das wär's noch. Nein, der Fred Fußbräuch hat sich mit mir unterhalten und es war, als wenn ich in der Serie selbst drin war. Ja, also, so ein Gast mit einer Lieferandotüte. Der hat einfach wieder erzählt, das ist so ein Laberkopf, so mega geil, und hat mit mir geredet. Ja, und dann haben wir hier gedreht. Und ich war so, ja, schön, Herr Fußbräuch, Sie sehen auch gut aus. Und dann kam die Annemie Fußbräuch raus und dann haben wir ein Foto machen lassen von einem DHL-Typen, der gerade... Der auch vorbeikam, der natürlich auch war. Der auch einen Fuß bräuchte. Und dann bin ich glücklich. Er wäre bei DHL, aber er will die auch nur stalken. Ey, da wollen die alle stalken. Aber ich glaube, die wurden länger nicht mehr gestalkt. Aber die Fußbräuche sind so cool, die freuen sich immer. Die freuen sich, wenn noch Fans vorbeikommen. Der hat mir auch direkt unaufgefordert 2 Autogrammkarten gegeben, der Fred Fußbräuch. Ja. Yeah. Und... Mein Tag war gerettet. Ich muss so krass lachen, die Ader auf meiner Stirn pulsiert. Ich denke mir so, in ein paar Jahren, wenn die Fußbräuche nicht mehr gibt, wenn die schon tot sind, Gott bewahre, dann wird es so ein Klatschmagazin geben und dann ist ein Interview mit dir, wo da drunter steht, langjähriger Freund der Fußbräuche. Die haben sich immer gefreut, wenn man vorbeigekommen ist. Ja, ich war mit den Fußbräuchs befreundet. Schloss Einstein, Kollege. Ja, aber auf jeden Fall war das mein Highlight der letzten Woche. Also jetzt rückblickend hatte ich eine aufregende Woche für Corona. Ja, Lockdown-Verhältnisse. Ja, auch mich hat es so erfreut, dass dieser grimmige, grumpy Tag jetzt schön ist. Und ich glaube, das war eine schöne Folge. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu Persisches Kimchi 35. Sind wir schon vorbei, oder was? Sind wir schon vorbei? Wir können noch reden. Ich muss noch die Leute grüßen. Wir grüßen Melissa, Yon Yu, Sarah Sophie, Elgin, Michelina, Christian, Patrick, Mischa, Ecke, Cordi, Till, Bernd und Matthias. Ey Mann, es werden immer mehr Namen. Es freut mich. Es sind immer noch gleich viele. Aber es ist immer noch gleich viele. Es ist immer noch gleich viele. Ich lese mal ein paar Fragen vor. Hier, Cordi hat einen Roman geschrieben mit sehr vielen Support-Worten, um es mal zu umschreiben.